wichtige Änderungen in der Rente 2024 wichtig für Millionen Arbeitnehmer und Rentner ab 2024. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Meine Damen und Herren, das neue Jahr 2024 ist gerade einmal ein paar Stunden alt und es stehen schon wieder wichtige Änderungen im Jahr 2024 an, von denen ich berichten möchte. Ich hoffe, dass Sie gut in das neue Jahr 2024 sozusagen reingerutscht sind, nicht so einen großen, dicken Kopf haben und jetzt mit voller Kraft und Freude diesem Video zuschauen können. Meine Damen und Herren, genug der Vorrede, fangen wir einfach mal an. Was wird sich 2024 ändern oder aber auch nicht? Also als allererstes, der Beitragssatz in der gesetzlichen Rente bleibt stabil, 18,6% soll oder bleibt es im Jahr 2024? Die Aussicht für die Zukunft sieht da nicht ganz so gut aus. Die reguläre Altersgrenze steigt auf 66 Jahre. Das heißt also, für alle Versicherten, die 1958 geboren wurden, beginnt die Regelaltersrente mit Vollendung des 66. Lebensjahres. 2031 geht es dann hoch auf die Regelaltersgrenze 67 Jahre. Das ist dann erstmal der gesetzgeberische Endpunkt für die Regelaltersgrenze. Was danach ist, steht völlig in den Sternen. Die Altersgrenze für die Rente ab 63 steigt. Das heißt also, das ist die abschlagsfreie Rente für besonders langjährig Versicherte. Wer 1960 geboren ist, kann mit Vollendung des 64. Lebensjahres und 4 Kalendermonate in diese Rente gehen oder diese Rente beanspruchen. Für später Geborene erhöht sich dann das Renteneintrittsalter bis 2029, dann die gültige Altersgrenze von Vollendung 65. Lebensjahr erreicht sein wird. Die abschlagsfreie Altersrente für besonders langjährig Versicherte, das wissen Sie auch, habe ich in vielen Videos schon erklärt, kann man immer nur dann in Anspruch nehmen, wenn man das entsprechende Lebensalter erreicht hat und die 45 Jahre Wartezeit nachweisen kann. Eine vorzeitige Inanspruchnahme dieser Rente ist nicht möglich. Diese Rente ist immer ohne Abschlag. Der Abschlag bei der neuen Rente oder bei der Rente für langjährig Versicherte steigt wieder. Das heißt also, wer mindestens 35 Jahre Wartezeit in der gesetzlichen Rente nachweisen kann, kann mit einem Alter von Vollendung 63. Lebensjahr auch im Jahr 2024 in die Altersrente für langjährig Versicherte gehen. Dann aber bitte mit Abschlag. Dieser Abschlag berechnet sich mit 0,3% für jeden Monat, den die Rente vor Erreichen des regulären Rentenalters in Anspruch genommen wird. Das reguläre Rentenalter beträgt bis 2031 dann 67 Jahre. Das wird ja dann schrittweise angehoben. Damit steigt auch der Abschlag für die Inanspruchnahme dieser Rente, wenn man die zum Beispiel 2024 mit dem frühestmöglichen Beginn 63 in Anspruch nimmt. Für Versicherte des Jahrgangs 1961, die im kommenden Jahr oder die im Jahr 2024 63 werden, liegt das reguläre Renteneintrittsalter bei 66 Jahren und 6 Kalendermonaten. Der frühestmögliche Rentenbeginn im Jahr 2024 würde bedeuten, dass sie 12,6% Abschlag bekommen. Für Versicherte des Jahrgangs 1960 lag der Abschlag noch bei 12%. Der Unterschied ist da schon erheblich. Die Hinzuverdienstgrenzen bei Renten wegen Erwerbsminderung steigen im Jahr 2024. Davon haben wir auch schon berichtet, aber hier nochmal kurz in der Zusammenfassung. Bei Bezug einer Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung ergibt sich ab 2024, also ab heute sozusagen, eine jährliche Mindesthinzuverdienstgrenze von 37.117,50 Euro. Bei Renten wegen voller Erwerbsminderung sind es 18.558,75 Euro. Dann wiederum auch für diejenigen, die eine Rente wegen Erwerbsminderung ab 2024 in Anspruch nehmen, also sozusagen ab heute in Anspruch nehmen würden wollen. Die Höhe einer EM-Rente berechnet sich aus den bisher zurückgelegten Versicherungszeiten und zusätzlich bekommen erwerbsgeminderte Menschen durch die sogenannte Zurechnungszeit praktisch noch zusätzliche Entgeltpunkte gezahlt, so als ob sie durchschnittlich weitergearbeitet hätten. Dadurch erhalten Sie eine höhere Rente. Ich hatte es auch schon in Videos mitgeteilt oder gesagt, dass diese höhere Rente seit 2019 sogar so hoch ausfallen kann, dass sie deutlich höher ausfallen kann als zum Beispiel eine abschlagsfreie vorgezogene Altersrente. Meine Damen und Herren, bei Rentenbeginn ab 2024 endet die Zurechnungszeit. Wir müssen immer vom Ende der Zurechnungszeit gehen mit Vollendung des 66. Lebensjahres und 1 Monat. Meine Damen und Herren, eine ganz, ganz wichtige Neuregelung, von der ich auch schon berichtet habe, die so ein bisschen aber untergegangen ist: 6 Monate voll arbeiten bei EM-Rentenbezug und trotzdem müssen Sie sich keine Sorgen um den Bestand Ihrer EM-Rente machen. Ich hatte es Ihnen ja schon mitgeteilt, im alten Jahr ab 1.1., also ab heute, gibt es eine wichtige Änderung im EM-Rentenrecht. EM-Rentner können 6 Monate voll arbeiten und behalten trotzdem ihre Rente. Ja, da werden Sie sich erstaunt die Augen reiben. Dies ist kein Januar-Scherz 2024, sondern mit der Zustimmung des Bundesrates am 15.12.2023 beschlossene Sache. Es wird ein neuer Absatz 7 in den SGB, in den § 43 SGB 6 eingefügt und der lautet wie folgt: Wird neben einer Rente nach Absatz 1 oder 2, das ist teilweise oder volle Erwerbsminderungsrente, unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes eine Erwerbstätigkeit ausgeübt, deren Umfang das der Rentengewährung zugrunde liegende zeitliche Leistungsvermögen überschreitet, besteht für einen Zeitraum von regelmäßig 6 Monaten ab Beginn der Ausübung weiterhin Anspruch auf die gewährte Rente. Bitte schauen Sie sich unsere Video aus dem alten Jahr zu diesem Thema an. Ich finde eine super Regelung, um selber auch zu prüfen, kann ich wieder arbeiten gehen? Ich muss jetzt keine Angst haben, wenn ich 6 Monate arbeiten gehe, zum Beispiel wenn ich eine teilweise EM-Rente habe und ich gehe dann halt eben mehr als 6 Stunden arbeiten für 6 Monate oder bis maximal 6 Monate, dann darf mir die Rentenversicherung diese Rente nicht aberkennen. Ja, wie geht es dann weiter? Die Rechengrößen steigen, Beitragsbemessungsgrenzen und Bezugsgrößen steigen in der Rente. Die Beitragsbemessungsgrenze in der Rentenversicherung steigt 2024, also quasi ab heute, in den alten Bundesländern auf 7.550 € monatlich und in den neuen Bundesländern auf 7.450 €. Die Beitragsbemessungsgrenze ist nichts anderes als der Höchstbetrag, bis zu dem Arbeitseinkommen, Arbeitsentgelt bei der Berechnung des Rentenversicherungsbeitrages, Arbeitnehmer-, Arbeitgeberbeitrag oder für Selbstständige dann komplett berücksichtigt wird. Für darüber hinausgehende Einkünfte wird kein Beitrag fällig, deswegen Beitragsbemessungsgrenze. Die Bezugsgröße steigt ab heute 2024 in den alten Bundesländern auf 3.535 € im Monat und die Bezugsgröße Ost in den neuen Ländern auf 3.465 €. Sie ist wichtig zum Beispiel auch für die Bewertung oder die Berechnung der neuen Hinzuverdienstgrenzen bei Renten wegen Erwerbsminderung. Meine Damen und Herren, 2024 wird das letzte Jahr mit unterschiedlichen Beitragsbemessungsgrenzen und Bezugsgrenzen für die alten und neuen Länder sein. Ich bin heilfroh, dass wir ab 2025 dann eine einheitliche Beitragsbemessungsgrenze und eine einheitliche Bezugsgröße für West- und Ostdeutschland gemeinsam haben. Dann ist dieser Unterschied sozusagen, Gott sei Dank, Geschichte. Freuen wir uns auf den 01.01.25. Die freiwillige Versicherung, da gibt es auch eine Änderung. Mindest- und Höchstbeitrag steigen ab heute. Der monatliche Mindestbeitrag für die freiwillige Versicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung steigt ab heute von 96,72 € auf 100,07 €. Der Höchstbetrag steigt von 1.357,80 € auf 1.404,30 € im Monat. Das heißt also, wenn Sie den Höchstbeitrag an freiwilligen Beiträgen zahlen wollen ab 2024 oder ab heute, können Sie das mit 1.404,30 €. Das ist sozusagen der Anschlag. Höchstbeitrag bedeutet, dass Sie hier an der Beitragsbemessungsgrenze, ich hatte ja vorher was dazu gesagt, hier den höchsten eigenen Beitrag in die Rentenkasse einzahlen und damit auch die höchstmöglichen Entgeltpunkte für das entsprechende Jahr hieraus erwirtschaften können. Meine Damen und Herren, natürlich steigt auch die Minijobgrenze 2024 ab heute von 520 Euro bis zum 31.12.23 auf 538 Euro. Das hat was mit der Erhöhung, naja, ich wollte schon sagen, mit der lächerlichen Erhöhung des Mindestlohns von 12 Euro auf 12,41 Euro zu tun. Ab 2025 steigt dann die Minijobgrenze auch nochmal an. Ich werde da nochmal extra berichten. Die Untergrenze im Minijobbereich steigt im Übergangsbereich auch. Die Untergrenze für Verdienste aus Beschäftigungen im sogenannten Übergangsbereich steigt im Jahr 2024, also auch ab heute, auf 538,01 Euro. Das heißt also 1 Cent oder 0,1 Cent höher als die Minijobgrenze. Die Obergrenze bleibt unverändert bei 2000 Euro bestehen. Das heißt also, Beschäftigte, die regelmäßig zwischen 538 Euro und 2000 Euro verdienen, gelten als Minijobber. Bei einem Verdienst innerhalb dieses Übergangsbereiches zahlen sie einen reduzierten Beitragsanteil an Sozialversicherungsbeiträgen. Bis zur Obergrenze von 2000 Euro steigt dieser Anteil und erreicht dann ab 2001 Euro die volle Beitragshöhe. Rentenansprüche vermindern sich durch den reduzierten Beitragsanteil nicht. Der wird auf Basis des vollen Verdienstes berechnet. Also das zahlt dann der Fiskus an die Rentenkasse als Zuschuss. Ja, meine Damen und Herren, ab heute gilt dann auch wieder höherer Steueranteil für Neurentner. Alle diejenigen, die ab dem 1. Januar 2024, also ab heute, eine Rente beziehen würden wollen. Erstmals steigt der steuerpflichtige Anteil von 83 auf 84%. Somit bleiben 16% der ersten vollen Jahresbruttorente steuerfrei. Bestandsrenten sind natürlich davon nicht betroffen, ist ganz klar. Aber bitte Vorsicht, der Gesetzgeber arbeitet gerade an einem Gesetz und möchte diesen steuerpflichtigen Anteil rückwirkend ab 2023 nur noch in Schritten von jeweils einen halben Prozentpunkt erhöhen. Das würde bedeuten, der steuerpflichtige Anteil der Rente würde dann im Jahr 2024 nicht 84% sein, sondern 83,5% und der steuerfreie Anteil nicht 16%, sondern hier 16,5%. Ja, meine Damen und Herren, was möglicherweise bei Ihnen für großen Ärger sorgen wird, sind die Erhöhung der Krankenkassenzusatzbeiträge, wahrscheinlich sogar schon bei einigen Krankenkassen ab dem 1. Januar 2024. Das sorgt für weniger Netto bei den Arbeitnehmern und auch bei den Rentnern. Wir haben auch dazu im alten Jahr schon ein entsprechendes Video gedreht. Ja, wie sieht es jetzt aus mit der Rentenerhöhung zum 1.7.2024? Ich kann nur sagen, die Aussichten können vielleicht richtig gut sein. Ja, es ist auf jeden Fall eine spannende Frage, wie hoch wird die Rentenanpassung zum 1.7.2024 ausfallen. Die Karten liegen noch nicht auf dem Tisch. Ende 2024 wird SPD-Minister Heil, wenn er bis dahin tatsächlich auch noch der Bundesminister der SPD ist. Wir wissen nicht mit Stand heutigen Tag, 1.1.24, ob die Ampelregierung bis dahin überhaupt noch existieren wird. Wir warten da auch mal ab, uns dann die neuen Werte mitteilen. Also gespanntes Raten und Spekulieren ist bis dahin angesagt. So, meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein mit den vielen Änderungen für das Jahr 2024 für Rentner, für Arbeitnehmer. Es gibt sicherlich noch viel, viel mehr Änderungen, die auch für Sie wichtig sein können. Aber da könnte ich ja sozusagen stundenlang ein Video drehen. Und das dürfte ja hier mit diesen genannten Änderungen schon ausreichend sein. Ich und mein gesamtes Team von Rentenbescheid24.de wünschen Ihnen ein gesundes neues Jahr 2024 mit besten Wünschen aus Halle. Wir wünschen Ihnen selbstverständlich auch viel Spaß und viel Freude beim Zuschauen auf unserem Videokanal von Rentenbescheid24.de. Bleiben Sie am Kanal. Wir werden auch weiter über Neuigkeiten in Sachen gesetzliche Rente berichten. Ich wünsche Ihnen ein rentenstarkes Jahr 2024. Ihr Rentenberater und Rechtsanwalt Peter Knöppel.